psychowissenschaftliche Grenzgebiete. Die Seelen mit dem Thema Der Wert der Worte mit einer Durchgabe aus den Sphären des Lichts, Teil 28. Wohlan, der Mensch hat die Gabe der Verständigung mittels der Sprache. Er kann alle geistigen Begriffe in Zeichen und Laute umsetzen. In dieser Weise unterscheidet sich der Mensch besonders vom Tier und diese Tatsache müsste eigentlich beweisen, dass er nicht vom Affen abstammt, sondern eine getrennte Entwicklung durchmacht. Durch die Gabe der Sprache hängt der Mensch aber auch mit Gott und dem Teufel zusammen. Nur wenige sind sich dieser gewaltigen Verbindung bewusst. Die Art der Sprache ist nicht so wichtig. Es ist ohne Bedeutung, ob es sich um einen Dialekt oder um eine Weltsprache handelt. Aber desto mehr kommt es auf den Wert der Worte an. Jeder Begriff hat seine Bezeichnung und auch sein Symbol und auch umgekehrt. Was glaubt ihr, in welcher Weise mit Worten und Begriffen gesündigt wird? Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Christus wies schon auf dieses Übel hin, doch es wird nicht einmal von den Verantwortlichen der großen Kirchen beherzigt. Darum kann diese Menschheit, ebenso eine kommende Generation, nicht eher aus den Sünden erlöst werden, bis nicht der Wert der gedachten und gesprochenen Worte in jedem Menschen selbst überprüft wird. Ihr dürft daher nicht einfach drauf losdenken und drauf losreden, sondern ihr müsst euer eigener, gewissenhafter und strenger Zensor sein, der eure Seele von neuem Unrat fernhält. Die menschliche Sprache ist, ganz gleich, ob in Gedanken oder Lauten, ein Teil des Bewusstseins und daher ein wesentlicher Teil der unsterblichen Seele. Niemals kann eine Seele rein sein und in höheren Sphären eingehen, wenn sie durch einen unkontrollierten und falschen Gebrauch von Worten, Symbolen und Begriffen verunreinigt worden ist. Nehmt diese Ermahnung nicht oberflächlich zur Kenntnis. Diese erhabene Gabe Gottes ist ein großartiges Geschenk an jeden Menschen. Macht bitte nicht den Fehler, diese Gabe wie bisher in unverantwortlicher Weise zu missbrauchen. Ich kann euch sogar verraten, dass die schlechten Gedanken und der niedrige Wert der Worte den Körper, besonders aber das Antlitz, hässlich machen. Vergeblich könnt ihr mit Puder und Schminke versuchen, eure Hässlichkeit zu verdecken. Das geistige Reich sieht durch alle Chemikalien hindurch und Gott schaut sogar tief in die Seele hinein. Eure Gedanken sind alle in das Universum geschrieben und bilden für jeden ein großes Archiv. Alle eure Worte, die ihr in unverantwortlicher Weise gesprochen habt, sind einmal eure Belastungszeugen. Leider wisst ihr noch viel zu wenig von eurer weit über das Erdenleben hinaustragenden Existenz. Doch diese Unwissenheit rettet euch nicht vor den schrecklichen Folgen eurer gefährlichen Denk- und Sprechweise. Selbst wenn diese Folgen nicht von ewiger Dauer sind, so können sie immerhin unvorstellbar lange anhalten. Es ist schwer, von diesen Fehlern zu lassen,
Darum schiebt die Besserung nicht einen Tag lang auf. Prüfet den Wert der Worte, ganz gleich, wo sie in Erscheinung treten, denn wie wollt ihr einmal mit Engeln oder hohen Geistern sprechen? Die Seele mit dem Thema Der Wert der Worte mit einer Durchgabe aus den Sphären des Lichts. Ende Teil 28. Die Seelen mit Fragen und Antworten zum Thema Kapitel 1 Teil 29. Frage: Kann eine Seele im Jenseits schöpferisch tätig sein? Argun: Sie ist es, aber diese Tätigkeit darf nicht ins Unermessliche gehen. Ist es Wahn oder Bescheidenheit? Das ist die Frage. Hier liegt auch die Grenze. Was bescheiden bleibt, ist schöpferisch und wunderschön. Unbescheidenheit im Jenseits kann eine Zwangsinkarnierung zur Folge haben. Frage: Was geschieht im Jenseits mit den Kinderseelen? Argun: Diese entwickeln sich bis zu ihrer Reinkarnation weiter, die früher stattfindet als bei Erwachsenen. Frage: Was gibt es für einen Unterschied zwischen Seele und Astralleib? Elias: Beides gehört zusammen und ist doch jedes für sich eine Einheit, so wie im Erdenleben Seele und Körper zusammengehören und trotzdem für sich eine Einheit darstellen. Die Seele enthält das Bewusstsein und den Willen. Der Astralleib besteht aus Teilchen, welche die Wissenschaft nicht kennt. Ein Astralleib fühlt und kennt einen anderen Astralleib ähnlich, wie ihr euren materiellen Körper wahrnehmt. Bei einer Besessenheit übernimmt eine jenseitige Seele die Führung über einen materiellen Körper und unterdrückt den Willen des Besessenen. Einwand: Es gibt Spiritualisten, die sich absolut nach den Entscheidungen der Jenseitigen richten. Elias: Diese Jenseitigen sind nicht die Besten, wenn sie einen solchen Gehorsam verlangen. Der Erdemensch muss seine Entscheidungen selbst treffen. Er kann natürlich auch von uns beraten werden. Aber die letzte Entscheidung liegt bei ihm selbst und diese wird auch respektiert. Labile Menschen möchten nicht selbst entscheiden und wenn es schief geht, dann schieben sie die Schuld den Ratgebern zu. Gott hat dem Menschen sehr viel Freiheit eingeräumt und an diese Gesetze muss sich auch jede anständige Seele halten. Frage: Was versteht ihr unter seelischer Fähigkeit? Antwort: Es ist die Fähigkeit, Eindrücke und Schwingungen zu empfangen, die jenseits dessen sind, was gewöhnlich Sterbliche durch die Kanäle ihrer fünf Sinne wahrnehmen. Du musst würdigen, dass der Mensch kein Tier ist, dem, in Klammern, das Tier gemeint, als einziger Kontakt mit dem Universum nur seine fünf Sinne zur Verfügung stehen.
Diese fünf Fenster erlauben nur einen Blick auf einen ganz kleinen Teil der universellen Tätigkeit. Sie setzt der Sicht eine Begrenzung entgegen. Der Mensch ist mehr als nur Materie, er ist Sinn, Gemüt, Verstand, Geist. Es bestehen Schwingungen, die zum mentalen und spirituellen Leben gehören. Dazu kommt noch, dass es Schwingungen gibt, die dem übernatürlichen Leben gehören, ihm zugeeignet, dem Leben, das außerhalb der Erde liegt. Der Mensch kann die Schwingungen seines Lebens registrieren, aber auch die des größeren Seins, das eines Tages seine ewige Heimat sein wird. Frage: Haben Farben Einfluss auf die Seele? Argun, ja, unbedingt. Jede Seele reagiert jedoch anders auf gewisse Farben. Es gibt harmonische und disharmonische Farben und ihre Zusammensetzungen. Wenn die Leute krank sind, sollten sie möglichst blau bevorzugen. Auch grün ist vorteilhaft. Am besten ist es, wenn ihr euch selbst kontrolliert, welche Farben auf euch günstig und welche ungünstig wirken. Es gibt Farben, die beruhigen und solche, die euch erregen. Es gibt sogar Farben, die eine einschläfernde Wirkung haben. Stellt selbst fest, welche Farben euren Intellekt fördern. Es ist bei jedem Menschen verschieden, doch Blau ist die günstigste Farbe für jeden, besonders für die Seele. Blaues und violettes Licht verstärken die geistige Tätigkeit, doch zur Beruhigung nehmt ein zartblaues Licht aber nicht zu hell. Frage: Gibt es Merkmale, die eine schlechte Seele erkennbar machen? Aredos, wir verwenden nicht den Ausdruck, dass es sich um eine schlechte Seele in Anführungszeichen handelt. Wir kennen in solchen Fällen nur kranke Seelen, für die wir Verständnis und Bedauern haben. Frage: Wie erkennt man eine Seele, die in diesem Sinne krank ist? Argun, eine solche Seele äußert sich schon von Kindheit an in einer Zerstörungswut. Sie ist krank, weil sie sich selbst nicht gut ist. Leider stößt eine solche Seele wenig auf Verständnis, so dass ihr unglücklicher Zustand noch verschlimmert wird. Frage: Wie kommt es dazu, dass eine Seele krank wird? Aredos, der Mangel an Nächstenliebe kann dazu führen. Dieser Mangel an Liebe kann weit zurückliegen. Er kann in früheren Inkarnationen zur Disharmonie geführt haben. Frage: Welchen Einfluss hat die Atmosphäre auf die Seele? Argun, ich verstehe darunter die Luft. Wenn die Luft schlecht ist, und dazu zählt auch die stickige Luft in Räumen, wo geraucht wird, so leidet nicht nur der physische Körper darunter, sondern auch der psychische. Schlechte Luft macht krank, auch uns. In schlecht gelüfteten Räumen sind daher fast nur niedere Wesenheiten zu finden, die die Erdenmenschen negativ beeinflussen. Wir sind sehr geruchsempfindlich. Die Sphären sind schon am Geruch zu unterscheiden. In höheren Sphären duftet es wunderbar, während es in den niederen Sphären bis zur Unerträglichkeit stinkt. Frage: Woher kann eine Seele wissen, dass sie persönlich eine hohe Stufe erreicht hat? Elias,
Das weiß sie aufgrund ihrer langen Erfahrungen beziehungsweise durch Kenntnis ihrer vielen Vorstufen, die alle unterschiedlich sind. Eine im Jenseits lebende Seele hat einen Überblick über viele gelebte Erdenleben. Sie kann daher urteilen und kennt ihr Niveau. Wenn das nicht der Fall wäre, würde die Seele viele Leben umsonst gelebt haben. Das ist aber niemals der Fall, auch nicht bei unterentwickelten Seelen. Frage: Hat jeder Mensch ein Dual? Argun: Ja, mein Sohn, das Dual brauchst du hier nicht zu finden, das kannst du in der anderen Welt treffen. Mancher glaubt es gefunden zu haben und ist dann später bitter enttäuscht. Wenn du aber spürst, dass du mit einem anderen Menschen harmonisierst, dass eure Ansichten übereinstimmen, so kannst du ruhig Acht geben. Frage: Haben alle Menschen eine Dualseele, die zur eigenen Seele als Ergänzung passt? Argun: Das liegt an der geistigen Entwicklung, ob man sich danach sehnt oder ob man sich selbst dahin entwickeln kann. Der Mensch wird seine Dualseele immer in der gleichen Sphäre treffen. Du wirst sie aber nicht dual in Anführungszeichen nennen, sondern einen von deinen besten Freunden. Alle Freunde im Jenseits sind duale, dabei spielt das Geschlecht eine Rolle wie im Diesseits. Frage: Gibt es im geistigen Reich tatsächlich Engel? Argun: Engel sind hohe Wesen, die mehr Göttlichkeit besitzen als die Menschen. Sie haben ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Da sie die Macht besitzen, sich mit Hilfe ihrer Willenskraft zu verändern, so können sie auch Flügel hervorrufen, die allerdings nicht zum Fliegen geeignet sind, sondern symbolisch die Freiheit zeigen. Bildliche Darstellungen davon machen den Gottglauben unglaubwürdig. Das kommt daher, weil man zu wenig über die Engel weiß. Das Wirken der Engel wird durch die fortschreitende Technik beeinflusst. Fortschritt hat auch einen Rückschritt zur Folge, wenn man das Geistige dabei vernachlässigt. Der Rückschritt durch den Fortschritt nimmt dem Menschen die Ruhe und hetzt ihn hin und her, bis er zusammenbricht. Die Seelen mit Fragen und Antworten zum Thema Kapitel 1, Ende Teil 29. Die Seelen mit Fragen und Antworten zum Thema Kapitel 2, Teil 30. Frage: Was kann man sich unter Begriffen wie Geist, Seele und Astralkörper vorstellen? Aredos: Der Hauptbegriff ist selbstverständlich die Seele. Die Seele beinhaltet das Bewusstsein, den Denkprozess und die seelischen bzw. die psychischen Gefühle. Die Seele basiert auf kosmischen Bestandteilen und besitzt eine Verbindung zu dem Erinnerungsarchiv, das sich im Kosmos befindet. Außerdem hat jede Seele einen individuellen Code,
nämlich die persönliche Frequenz. Der Geist ist ein Begriff für einen immateriellen Körper. Er ist das Modell für den materiellen Körper. Doch der materielle Körper verändert sich im Laufe des Alterns und stimmt mit dem Modell dann nicht mehr überein. Aber nach der Entkörperung ist immer der Geistkörper entscheidend. Der Astralkörper ist jene Beschaffenheit, die es der Seele ermöglicht, sich als Mensch zu fühlen und auch zu bewegen. Dieser Körper ist dem Erdenmenschen bzw. dem materiellen Körper einverleibt. Beim Tode verlässt dieser Körper das Fleisch und bleibt mit der Seele verbunden. Frage: Hat jede Seele die gleichen Voraussetzungen zu einer Hörentwicklung? Elias: Jede Seele hat die gleiche Möglichkeit zu einer Aufnahmefähigkeit. Doch das Wollen ist völlig frei. Das zielstrebige Wollen kann in diese oder jene Richtung einschlagen und es kommt auf den richtigen Weg an, der beschritten wird. Hieraus ergibt sich, warum die eine Seele mehr vollbringt als die andere. Der freie Wille macht die Individualität der Seele aus. Die meisten Menschen vergessen leider, dass sich Uneigennützigkeit auch bezahlt macht. Das erkennen die meisten Menschen erst, wenn sie zu uns ins geistige Reich kommen und es zu spät ist. Die Erdenmenschen glauben immer, sie kämen auf der Erde zu kurz, wenn sie nur an andere statt an sich denken, und sie werden alt dabei und haben schließlich alles versäumt. Irrtum. Mit dem Tode ist das Leben noch lange nicht zu Ende. Hier hat der Mensch noch ungeahnte Möglichkeiten, das Leben so zu genießen, wie es sich kein Erdenmensch vorstellen kann. Frage: Wie lange können Seelen im Jenseits verbringen, ohne reinkarniert zu werden, und wie lange hält das irdische Bewusstsein an? Aredos: Tausende von Jahren, wenn es sich um hochwertige Seelen handelt. Die Gattin des Pharaos Amenhotep der Dritte, die vor über 3000 Erdenjahren lebte, sprach und schrieb durch ein englisches Medium und erregte damit großes Aufsehen, da sie genaue Angaben über die damalige Zeit machen konnte. Der zum Lichtboten aufgestiegene Indianerhäuptling Silberbirke hat ebenfalls ein volles Erinnerungsvermögen. Seine Durchgaben sind in England hoch geschätzt. Fußnote: Die sehr zu empfehlenden Durchgaben des Lichtboten Silberbirke sind in Buchform Silberbirke spricht und Weisheit von Silberbirke im J.G. Bleschke Verlag Darmstadt erhältlich. Silberbirke ist der geistige Führer des Hennen-Swaffer Arbeitskreises in London. Ich wiederhole den letzten Absatz. Der zum Lichtboten aufgestiegene Indianerhäuptling Silberbirke hat ebenfalls ein volles Erinnerungsvermögen. Seine Durchgaben sind in England hoch geschätzt. Frage: Hält das Erinnerungsvermögen bei gefallenen Seelen, die sich in der Finsternis befinden, ebenfalls so lange an? Aredos:
Ja, leider ist es so. Das ist fast immer der Grund, warum sie reinkarniert werden möchten. Im Erdenleben ist die Erinnerung an das Vorleben vorübergehend gesperrt. Frage: Wo befinden sich die Seelen großer Musiker wie Händel, Mozart, Beethoven? Fußnote: Diese Frage wurde im Jahre 1959 gestellt. Eine erneute Reinkarnation wäre also durchaus möglich. Ich wiederhole die letzte Fragestellung. Frage: Wo befinden sich die Seelen großer Musiker wie Händel, Mozart, Beethoven? Argun: Händel und Mozart sind noch nicht wieder reinkarniert. Doch es kommt der Tag, wo sie der irdischen Menschheit wiedergegeben werden. Sie werden auch dann wieder Werkzeuge einer höheren Macht sein. Sie werden wieder eine gute Musik schaffen und zugleich damit dem Weltfrieden dienen, dies auf eigenen Wunsch. Beethoven aber wird in unserem Reich bleiben und ein großer Inspirator sein. Frage: Könnt ihr uns den Unterschied zwischen Feinstofflichkeit und Grobstofflichkeit der Seele erklären? Argun: Die Seele ist entweder feinstofflich oder sie ist es nicht. Das ist ein Gesetz Gottes. Ob feinstofflich oder grobstofflich, das ist kein Zeugnis für das Feingefühl der Seele. Frage: Bisher verstanden wir unter Grobstofflichkeit und Feinstofflichkeit eine schlechtere oder bessere Seele. Stimmt das nicht? Argun: Ein feinstofflicher Mensch kann völlig voll von Gift sein. Meistens ziehen sich Gegensätze an, das heißt, grobstofflich fühlt sich zu feinstofflich hingezogen. Dadurch ist noch kein Schaden entstanden. Im Gegenteil, sie haben sich gegenseitig ergänzt. Die Meinung, dass ein feinstofflicher Mensch gefühlsreicher ist, stimmt nicht. Das ist eine Angelegenheit der Mentalität, hat aber nichts direkt mit der Seele zu tun. Frage: Können wir durch eine bestimmte Lebensweise feinstofflich werden? Argun: Nein. Die Feinstofflichkeit oder Grobstofflichkeit ist so etwa wie ein Kleid, das getragen werden muss, so wie es geschneidert ist. Frage: Hat es dann überhaupt einen Sinn, nach der Feinstofflichkeit zu trachten? Argun: Nein, absolut nicht. Im Grunde ist es ein grober Fehler. Wer sich einbildet, dass er dann sensibler als ein grobstofflicher ist, der ist überheblich. Die Feinstofflichkeit beim Menschen ist für die Aufhebung der Schwerkraft nützlich. Darum sind die Santiner dazu in der Lage, denn sie sind fast alle feinstofflicher, aber aufgrund des Heimatplaneten. Frage: Gibt es einen gültigen Maßstab für eine Feinstofflichkeit oder Grobstofflichkeit? Argun: Nein, es ist völlig verschieden. Entscheidend ist nur das Gute im Menschen. Alles andere ist Nebensache. Vergesst dabei nicht die in der Materie vorhandene Erbmasse. Sie ist nicht zu unterschätzen, denn sie beträgt bis zu 90%. Diese spielt dabei die allerwichtigste Rolle,
denn sie vererbt dem Menschen die Feinstofflichkeit oder die Grobstofflichkeit. Die Erbanlagen des materiellen Körpers können sich der Seele haargenau anpassen. Die Anpassung erfolgt nach dem Gesetz Gleiches zu Gleichem. Ein Gesetz Gottes reiht sich an das andere an. Daraus ergibt sich die Schöpfung. Frage: Hat die Seele einen bestimmten Sitz im Körper? Wie ist sie verankert? Elias, der Sitz der Seele ist in der Nähe des Herzens. Sie ist mit dem materiellen Körper durch ein geistiges Band verbunden. Die Zeichnung dieser Verankerung sieht etwa so aus. Bemerkung des Sprechers: Die Zeichnung bzw. die Grafik hierzu ist in dem Protokoll Die Seelen auf Seite 34 anzuschauen. Frage: Wie ist der Astralkörper mit dem dazugehörigen materiellen Körper verbunden? Aredos: Es ist eine Verzahnung. Der Astralkörper ist ein Parallelgebilde, das millimetergenau mit allen Fasern des materiellen Körpers übereinstimmt. Aus diesem Grunde lassen sich die Hirnspezialisten täuschen. Entfernt man jedoch ein Glied des materiellen Körpers, so bleibt der Astralteil bestehen und wird von der Seele immer noch wahrgenommen. Frage: In England hat man in spiritistischen Kreisen die Frage aufgeworfen, auf welche Weise die Seele geboren wird. Man spricht von einem geistigen Kinderkriegen, in Anführungszeichen. Was sagt ihr dazu? Elias: Die Seele stammt von Gott. Nur die Eltern geben erblich gewisse Charaktereigenschaften mit. Die Seele wird nicht geboren, sondern sie entwickelt sich im Kosmos und vervollkommnet sich im Laufe von vielen, vielen Inkarnationen. Jede Seele hat einen Teil zur Gestaltung der Erde beigetragen. Das Erdenleben einer Seele reicht unendlich weit zurück. Zwischen den Inkarnationen gibt es Zeiten, in denen die Seele auf einer rein geistigen Frequenz existiert, bis sie Gelegenheit hat, sich zwecks weiterer Entwicklung zu inkarnieren. Die Seele ist ein Fragment des Bewusstseins Gottes, in Klammern, ihm zum Bilde. Dadurch ist jede Seele, so sie es wahrhaben will oder nicht, mit Gott verbunden. Frage: Die Wissenschaft geht immer von einem Zeugungsprozess aus. Bei der physikalischen Zeugung ist man der Sache näher gekommen. Analog stellt man sich die Zeugung der Seele ähnlich vor. Gibt es hier eine Lücke? Elias: Sie suchen den Ursprung, aber wenn es darum geht, den Ursprung des Ursprungs zu finden, da kommt die Wissenschaft nicht mehr weiter. Man kommt zu dem Begriff Gott und das will die Wissenschaft nicht wahrhaben. Es muss einen Anfang gegeben haben, das ist richtig. Aber am Schluss sagen sie sich, wer hat den Anfang gemacht? Und da sie nicht an Gott glauben wollen, fahren sie sich fest. Frage: Wenn sich die Wissenschaft festfährt, betrifft das doch in der Folge die ganze Menschheit, oder? Elias:
Das Groß der Menschheit ist zu labil, um den Dingen selbst auf den Grund zu gehen. Frage. Die Nervenerkrankungen nehmen laufend zu. Was soll man da machen? Argon. Ich weiß, aber die Nerven werden viel zu oft zu Unrecht beschuldigt. Sehr oft ist es jedoch die Disharmonie, die Unausgeglichenheit der Seele. Nervenkrankheiten hängen meistens mit der inneren Unzufriedenheit zusammen. Man muss sich selbst etwas unterstützen, indem man das Negative meidet und das Positive erkennt. Man darf seine Zeit nicht mit Nebensächlichkeiten verschwenden, weil diese fast immer Ärger einbringen. Außerdem ist die Umstellung auf das Wassermann-Zeitalter im Gange. Diese Umstellung erfasst zuerst die Kinder und die Jugendlichen, denn da versucht sich das verdrängte Negative zuerst festzuhalten. Es ist der verzweifelte Abbruch einer alten Zeit. Nur wer diesen geistigen Vorgang kennt, weiß dem Kampf richtig zu begegnen. Die Seelen mit Fragen und Antworten zum Thema Kapitel 2 Ende Teil 30. Die Seelen mit dem Thema der Lichtbote Argun zum Thema Gruppenseele Teil 31. Anmerkung: Unser Forschungskreis hat sich mit unserem jenseitigen Führer Argun über das Problem des Vegetarismus auseinandergesetzt. Dabei wurde durch das geistige Reich betont, dass Fisch die menschliche Grundnahrung sei. Als wir entgegenhielten, dass es sich beim Vegetarismus hauptsächlich um das Vermeiden des Tötens der Tiere handelt, erhielten wir zur Antwort, dass der Fisch zur Gruppenseele gehört, also seelisch, nicht individuell sei. Wir versuchten dann tiefer in das Mysterium der Schöpfung einzudringen. Argun, die menschliche Seele steht in der Schöpfung am höchsten, je nach Grad der persönlichen Entwicklung. Der Mensch ist völlig individuell, er gehört keiner Gruppenseele an und ist auch nicht aus einer solchen hervorgegangen. Der Embryo des Menschen weist zwar gewisse Fischähnlichkeiten auf, hat aber nichts mit dieser Entwicklung zu tun. Diese Ähnlichkeit ist zufällig. Die Individualität der menschlichen Seele wird durch die Art des Bewusstseins bestimmt. Kein Tier hat diese Bewusstseinsgaben, wie sie der Mensch besitzt, daher ist er auch in der Lage, sich die Welt untertan zu machen, beziehungsweise eine technische und wissenschaftliche Entwicklung zu fördern und daran teilzunehmen. Ganz anders ist es bei Tieren. Zwar gibt es auch hier im Bewusstsein der Tiere gewisse Ähnlichkeiten mit dem Menschen, aber dennoch besteht immer ein gewaltiger Unterschied allein schon in dem eigenen Bewusstsein von Gut und Böse. Einige Tierarten gehören zu gewissen Gruppenseelen. Es sind meist jene Tierarten, die niederer Entwicklung sind und nicht höher steigen. Ganz besonders trifft das bei den Fischen zu.
Die Fische gehören noch nicht einmal sphärenmäßig in die Bereiche der göttlichen Aufstiegssphären. Sie sind extra zur Erhaltung des organischen Lebens geschaffen. Ein Fisch besitzt die schnellste, das heißt die kürzeste Reinkarnationsmöglichkeit von allen Tieren. Die Fischseele ist nicht individuell, sondern sie ist in einem gewaltigen Lebensvolumen vereinigt. Daher streut der Fisch zu seiner Erhaltung gewaltige Mengen Rogen aus, um die Nachkommenschaft zu erhalten, denn sie dient der Erhaltung des organischen Lebens. Allein diese Tatsache der ungeheuren Vermehrung deutet auf die Gruppenseele hin und erklärt auch den Sinn einer derartigen Daseinsfülle. Das Sterben des Fisches ist ein Vorgang, der im Schöpfungsplan genau vorgesehen ist. Dieses Sterben hat nichts mit der Seele zu tun, da der Fisch über keine Individualseele verfügt. Eine Fischseele bleibt nach dem Sterben ohne Bewusstsein bis zur Reinkarnation. Seine Seele ist nur ein Teilchen des Gesamtvolumens. Das Verhalten der Fische zeigt auch keine Individualitätsmerkmale. Ein Fisch verhält sich in allen Situationen genau wie ein anderer. Ein Unterschied besteht nur bei den fischeähnlichen Säugetieren, denn sie gehören nicht zur Gruppenseele. Es ist jedoch nicht angebracht, junge Fische zu töten, obwohl die Jungfische von den größeren vertilgt werden. Ebenso gehören die Hühner und viele andere Vögel zu den Gruppenseelen. Diese sollen als Jungtiere möglichst geschont werden. Sie gehören aber keinesfalls zur planmäßigen Grundnahrung des Menschen. Obwohl die Fische zur Gruppenseele und somit zur Hauptnahrung zählen, dürfen sie nicht gequält werden, denn sie sind trotzdem schmerzempfindlich. Ihr natürlicher Tod tritt auch mit dem Entzug ihres Elementes ein. Ein solcher Tod ist kein Töten. Die Seelen mit dem Thema, der Lichtbote Argun zum Thema Gruppenseele, Ende Teil 31. Die Seelen mit dem Thema Schlussbetrachtungen Teil 32. Könnte es sein, dass die Kleinheit des menschlichen Selbstbewusstseins das Resultat einer Verkleinerung sein könnte? Denken wir uns folgenden Fall. Auf einem Schiff, das im Pazifik segelt, wird ein Matrose in hypnotischen Schlaf versetzt und erhält die Suggestion, bis gegen Abend fortzuschlafen, dann aber ohne jede Erinnerung an seine Vergangenheit zu erwachen. Nachdem ihm diese Suggestion fest eingeschärft worden ist, wird der Matrose in ein Boot hinabgetragen und auf einer kleinen Insel ausgesetzt. Das Schiff aber fährt mit vollen Segeln davon. Nach dem Erwachen nun würde dieser Matrose vollkommen einem neugeborenen Menschen gleichen, mit dem Unterschied, dass er als ausgereiftes und verständiges Wesen auf seine Welt gekommen wäre.
würde sein Dasein als Mann beginnen. Ganz vergeblich würde er darüber nachsinnen, wer er sei und wie er in diese ihm vollkommen fremde Natur gekommen ist. Ohne jede Erinnerung an seine Vergangenheit würde er über sich selbst und den Ort, wo er erwachte, in einem Grade staunen, ja erschrecken, dass er leicht tiefsinnig werden könnte. So weit sein Blick reicht, dehnt sich der Ozean. Ein Bild, wie er es noch nie gesehen zu haben glaubt. Er wendet sich landeinwärts, um sich auf seiner Insel zu orientieren, aber alles erscheint ihm befremdend. Er erinnert sich nicht, je Dinge dieser Art gesehen zu haben. Pflanzen und Tiere, Berge und die Wolken, die darüber ziehen. Endlich sieht er auch Wesen seinesgleichen. Er eilt auf sie zu, um von ihnen Aufschlüsse zu erhalten. Aber sie alle sind in der gleichen, unbegreiflichen Lage. Sie wissen nicht, wer sie sind, noch woher sie gekommen sind. Eine Gesellschaft in so merkwürdiger Lage würde sich verzehren in Grübeleien über sich selbst und ihre Insel. Aber alles Nachdenken und gegenseitige Fragen würden die unergründliche Fatalität nicht auffällen, weswegen sie hier sind. Mit einem Gemisch von hoher Bewunderung und tiefer Verwunderung würden sie als ein nie gesehenes Schauspiel die Sonne untergehen sehen, die mit einer goldig flutenden Lichtbrücke den Ozean überspannt und grenzenlos wäre wiederum ihr Erstaunen, wenn am dunklen Himmel Tausende von Sternen aufzugehen beginnen. Mit der Zeit würden die leiblichen Bedürfnisse sie von ihrem Grübeleien ablenken. Hunger und Durst, Ermüdung und Schlaf stellen sich ein. Die Unbilden der Witterung nötigen, nach einem Obdach sich umzusehen, und so würde dann auf dieser Insel die merkwürdigste Robinsonade beginnen, die sich denken lässt. Denn Robinson brachte auf seine Insel Kulturerinnerungen mit, während unsere Inselbewohner alles neu ersinnen und erfinden müssten. Es ist nicht nötig, diese Situation noch weiter auszumalen und auch, ob eine hypnotische Ausleerung des Gehirns so weit gehen kann. Es sind Experimente ähnlicher Art gemacht worden, dass das Erwachen aus dem Schlafe einer Neugeburt völlig gleich käme. Darauf kommt es hier nicht an. Ich habe trotzdem nicht von ganz imaginären Dingen gesprochen. Die Insel, von der die Rede ist, heißt Erde. Der Ozean, der sie umfließt, heißt Weltraum. Die Wesen, die sich auf der Insel begegnen, heißen Menschen. Und die langwierige Robinsonade, die sie aufführen, heißt Kulturgeschichte der Menschheit. Die Seelen mit dem Thema Schlussbetrachtungen, Ende Teil 31 und Ende des Protokolls. Liebe Hörerin, lieber Hörer, weitere Themen in Schrift- bzw. Hörbuchform finden Sie zum Download im Internet unter www.psychowissenschaften.de. Das Weitergeben der Protokolle ist ausdrücklich erwünscht und unterliegt keiner Beschränkung.